Hallo, im heutigen Video geht es darum, wie man am besten Karosseriebleche verschweißt. Warum sollte man Karosseriebleche überhaupt schweißen? Ganz einfach, zum Beispiel wie hier, man hat ein verrostetes Stück Blech hier unten, das man dann gegen ein neues ersetzen möchte, wenn zum Beispiel der Autolieferant keine Ersatzteile mehr zur Verfügung stellt, sodass man diese mit anderen Blechen ausbessern muss. Wie gehe ich am besten bei der ganzen Sache vor? Am sinnvollsten wäre es, wenn ihr zum Beispiel bei euch in der Werkstatt eine Hebebühne habt und das Auto auf die passende Höhe, damit ihr super arbeiten könnt, zu heben und dann die Bleche vorspannen könnt. Im Beispiel jetzt bei mir geht es leider nicht, deswegen habe ich das Ganze einfach nur hier auf den Tisch gelegt. Das passende Gerät für diese Schweißaufgabe ist die Picomic 180. Mit der Picomic 180 kann man sehr gut 0,8er Drähte verschweißen und zusätzlich haben wir die Funktionen wie Punkt- und Intervallschweißen, was nachher besonders hilfreich ist. Wie immer ist die Vorarbeit wichtig. Hier sollte man besonders darauf achten, dass die Schweißstellen, wo man schweißt, blank sind, also das heißt, dass pure Metall ohne irgendwelche Lackrückstände und so weiter offen liegt an der Schweißstelle. Auch auf die Passgenauigkeit der Bleche zueinander sollte man besonders achten. Wichtig ist, dass man besonders wenig oder am besten gar keinen Luftspalt zwischen den zwei Blechen hat, die man nachher miteinander verschweißen möchte. Um die zwei Bleche miteinander zu verbinden, nutze ich, wie gerade eben schon gesagt, die Picomic 180. Dazu verwenden wir den Job Nummer 6. Das bedeutet, wir schweißen mit einem 0,8 mm SG3-SG4 Draht bei dem Schutzgas 8218, das heißt 82% Argon, 18% CO2. Bei so dünnen Blechen würde ich euch empfehlen, man fängt am Anfang ganz unten bei der Kennlinie, also bei 2 Meter Draht Vorschubgeschwindigkeit an. Sollte man, wie gesagt, bei so dünnen Blechen zu viel Leistung nutzen, kann es halt sein, dass man sich direkt Löcher reinbrennt und diese sind wieder schwer zuzukriegen. Deswegen fangen wir am untersten Punkt an und tasten uns langsam heran an die passende Schweißleistung. Wie bei allen Schweißaufgaben fangen wir an mit dem Heften. Darauf sollten wir am besten achten, dass das Blech natürlich an der passenden Position sitzt und man die Kanten schön glatt übereinander setzt. Sollte mal eine Stelle nicht passen, kann man diese mit einem dünnen Blech und einem Hammerstiel zum Beispiel oder einer Zange in die passende Richtung drücken. Gut, machen wir es mal. Geile Punkt. Wichtig ist, man sieht ja, dass hier das hier ist die Fläche, was man nachher sieht. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass hier diese Stelle passt. Hier neben das, hier sitzt ja dann nachher wahrscheinlich, so wie das aussieht, so eine Zierleiste drin. Das heißt, was hier hinter ist, ist gar nicht mal so tragisch. Wichtig ist besonders, dass hier die Ecke, das ist die, die man nachher sieht, dass die ordentlich ist. Weil das ist ja, hier geht dann nachher die Tür weiter und dann sieht man hier neben ja nichts mehr. Das ist ja in der Tür drin, das ist relativ egal. Nur von außen, dass hier diese Fläche passend ist. So, jetzt mache ich hier an der Seite, damit ich das Ganze schon mal vorgeheftet habe. Hier mal ein bisschen mit der Zange noch beiziehen. Okay. Dann kommt hier innen eine Stelle. Okay, gut. So, nachdem man das Blech vorgeheftet hat und alles in Position hält, wird das Blech verschweißt. Am besten macht man dies nicht wie zum Beispiel, wenn man ein Blech in der Kehlnaht verschweißt, durchgehend, sondern Punkt für Punkt. Dazu können wir die Punkt- bzw. die Intervallschweißfunktion verwenden. Ob ihr ganz normal über Drücken des Brennertasters entscheidet, wie lang der Schweißpunkt gemacht wird,
oder über Punkt bzw. Intervall schweißen, bleibt euch überlassen. Versucht am besten einfach, wenn ihr ein Testblech habt, vorab, wie ihr am besten klarkommt. Siehst du, jetzt habe ich hier schon ein Loch gebrannt. Wenn ich das jetzt durchschweiße, würde das immer weiter passieren. Gut. Die Intervallzeit ein bisschen kürzer. Nachdem das Blech komplett geschweißt wurde, würde ich empfehlen, am besten mit einer Drahtbürste oder so einem elektrischen Rundschleifer die Nähte sauber zu machen, um nochmal genau zu prüfen, ob man alle Stellen beim Punkten erwischt hat. So, dann machen wir das. Okay? Damit ist das Blech fertig geschweißt. Es kann nun geschliffen, gespachtelt und lackiert werden. Warum haben wir das Ganze geschweißt? Weil zum Beispiel mit der Picomic 180 kann man auch löten. Beim Löten benetzen wir nur die Oberfläche. Das heißt, der Grundwerkstoff bleibt so stehen, wie er ist. Und beim Schweißen schmilzen wir den Grundwerkstoff auf. Sollten wir jetzt hingehen und das Blech beischleifen, damit es nachher lackiert werden kann, und wir zum Beispiel beim Löten diese Fläche oben haben, wird das Blech an der Stelle nicht mehr halten. Weil wir müssen einen sogenannten, oder als Beispiel einen Klemmeffekt haben. Wir müssen das Blech von beiden Seiten benetzen mit dem Lot, damit es auch hält. Wenn ich eine Seite wegschleife, hält es nicht mehr. Habt ihr weitere Fragen zu dem Schweißen von zum Beispiel den Blechen oder anderen Sachen von EWM, schreibt einfach in die Kommentare.